So, da sind wir wieder zurück. Ihr wisst ja, neuer Tag. Jetzt kann ich auch wieder sagen, neuer Shop, neue Tagesaufgaben. Heute haben wir als Aufgabe durchsuche Truhen oder Munitionskisten bei Craggy Cliffs. Werden wir natürlich gleich direkt machen, aber es gibt was Erfreuliches für euch und eine Erinnerung. Nämlich, ihr seht unten einen Creator Code. Den dann bitte wieder eintragen, ihr wisst ja, weil er geht nach 14 Tagen weg. 14 Tage sind jetzt rum, seitdem ich den Creator Code habe. Also gerne aktualisieren. Dann des Weiteren habe ich ja wieder ein Gewinnspiel bzw. Verlosung geplant für einen Skin aus dem aktuellen Shop dann, der an dem Tag dann ist. So, was haben wir diesmal als Ziel? Creator Code haben wir erreicht. YouTube Partnerschaft haben wir erreicht. Erstmal Gruß geht daraus an alle von euch. Dann habe ich mir jetzt gedacht, da wir kurz vor den 2000 Abonnenten stehen, wir aber erst jetzt am Wochenende eine Verlosung hatten, machen wir die nächste Verlosung bei 2500 Abonnenten. Hört sich viel an, aber ich denke mal, das werden wir schneller schaffen als gedacht. So, kurze Frage, wie bekommt ihr den Skin? Gerne Abonnent sein, gerne meinen Creator Code eintragen, aber das Allerwichtigste ist vor allem, schickt mir definitiv eine Freundschaftsanfrage, nämlich an yt-familyhack. So, so geschrieben, genauso wie der Creator Code. Zack, abschicken. Dann habt ihr schon mal das alles richtig gemacht. Warum sollt ihr das Ganze machen? Aus einem ganz einfachen Grund. Ah, hier habe ich gerade nicht genug V-Bucks. Weil ich euch den Skin ja als Geschenk geben muss. So, wie ihr schon seht, einige Freunde haben wir, aber zum Beispiel BTW. Tix BHZ, dem kann ich erst, wie hier steht, in einem Tag ein Geschenk schicken. Das ist deshalb, weil wir halt erst vor einem Tag die Freundschaft quasi abgeschlossen haben. Hier ist zum Beispiel Flüdüm, dem kann ich erst in 2 Tagen was schenken. Und so würde das auch aussehen, wenn du mir am Tag der Verlosung erst quasi die Freundschaftsanfrage schicken würdest. Und das bedeutet dann, du musst 2 Tage warten, bedeutet anderer Shop. Vielleicht ist der Traumskin von dir gerade im Shop. Und dann kannst du ihn halt nicht bekommen. Deshalb wichtigste überhaupt, Freundschaftsanfrage rausschicken. So, wie gesagt, gerne abonnieren. Wie gesagt, ich lade jede Aufgabe für euch hoch, die wir bekommen. So, dann hier nochmal, unterstütze Creator, bitte yt-familyhack eintragen, täglich am besten auf Annehmen drücken, weil bei mir war er gestern sogar auch draußen. So, jetzt gehen wir mal zur Aufgabe. Ich würde sagen, die schnellste Variante ist da echt im Solo-Modus. Einfach im Solo-Modus runter, im Gruppenkeile, ja, da werden einige rumlanden, dann kommt es darauf an, ob die Zone richtig ist. Also die schnellste Variante für die 14 Kisten ist, denke ich mal, echt der Solo-Modus. Wir gehen auch gerade mal hin, nur mal gerade um zu gucken, wie viele Leute da landen, aber ich denke mal, so viel werden es eigentlich nicht sein, weil ja viele noch mit den Wochenaufgaben beschäftigt sind. Und ich habe ja gesehen, man kann auch die Herausforderungen tauschen. Was bedeutet, wir könnten auch eine andere machen. Aber die hier hatten wir noch nicht, also nehmen wir die durch und ich zeige euch genau, wo der Ort ist und wie ihr das Ganze am besten macht. So, jetzt kann ich es wieder sagen. Ihr wisst ja, Ladebildschirmzeit ist Likezeit, Kommentierzeit. Wenn du noch kein Abonnent bist, aber gerne mal einen Skin gewinnen willst oder bei meinen Custom Games dabei sein willst, Glocke aktivieren und natürlich abonnieren. Wie gesagt, kostet nichts und ihr bekommt definitiv was zurück. So, dann schauen wir mal. Craggy Cliffs. Craggy. Craggy, Craggy, Craggy. Und wie gesagt, erstmal danke an alle, die auch immer in den Livestreams sind. Zurzeit sind wir im Schnitt so zwischen, sagen wir mal wirklich so zwischen 10 und 25, in dem Bereich bewegen wir uns zurzeit. Also Gruß geht da erstmal an jeden raus, der da immer direkt am Start ist. Ich kann da eigentlich immer nur Danke sagen, weil mehr bleibt einfach leider nicht. Aber ich sage, ich bedanke mich anhand von Skins, Verlosungen. Natürlich, noch verdiene ich hier nicht das große Geld. Ihr dürft nicht vergessen, für euch im besten Fall kriegt ihr einen 20-Euro-Skin. Die müssen natürlich auch irgendwie bezahlt werden. So, Craggy Cliffs ist hier oben. Hier ganz oben links. Ich hoffe halt einfach, dass da jetzt am besten gar keiner landet. Damit wir da schön 14 Kisten aufmachen können, egal ob Munitionskiste oder große Kiste. Und dann haben wir nämlich die Tagesaufgabe erreicht, haben dann wieder ein paar XP mehr. Klar, der Battle Pass geht jetzt ewig lange, aber vielleicht lassen sie sich da noch was Neues einfallen und man bekommt, keine Ahnung, bei Level 200 nochmal was.
aber da müssen wir uns halt einfach überraschen lassen. Zurzeit ist im Spiel auch alles drin, alles funktioniert. Also die Mandagen-Bazooka ist auch wieder im Spiel, heißt, ihr bekommt auch den Skin. Ach, alleine bin ich schon mal nicht. Zwei Leute kommen definitiv mit. Können natürlich auch Bots sein, aber das werden wir erst erfahren, wenn wir gelandet sind. Aber der hört sich nicht nach einem Bot an. Bots fliegen einfach anders da. Ich weiß nicht, man merkt es irgendwie direkt. So. Dann, dann, dann. Direkt mal nach Kisten suchen. Schon mal ein bisschen was mitnehmen. So, dann müssen wir erstmal wieder hier hoch. Ah, wusste ich doch, eine Kiste war nämlich immer hier. So, da haben wir schon mal eine von 14. Na, ein bisschen Leben. Oha. So, da hinten ist noch eine Munitionskiste. Dann haben wir schon mal zwei. Dann haben wir unter uns noch eine Kiste. Jeden Fall wurde sie mir angezeigt. Ja, pack doch nicht hier fest. Wie gesagt, alle Räume immer durchsuchen, weil Munitionskisten sind auch nicht immer an demselben Ort. Aber hier sieht es gerade echt schlecht aus. Aber wo war denn jetzt diese eine Kiste? Warte, hier erstmal die Granaten, das tauschen. Hier wurde mir doch eben noch eine Kiste angezeigt. Ihr habt es doch gesehen, oder? Ach, hier oben drin. Hä? Jetzt wollen sie mich hier übertrollen. Ihr habt doch eben selbst gesehen, hier wird mir noch eine Kiste angezeigt. Da ist da nur eine im Dachstuhl. Aber die wird mir doch eigentlich dann jetzt angezeigt. Ach doch, hier ist noch eine. Eieieiei. Lost wie nie. Nee, ich hole die Granaten lieber mit. Noch schnell Munition mitholen. So, wie viel haben wir jetzt? 3 von 14. Ja, da muss natürlich noch mehr gehen. Ich weiß halt auch nicht, wo der Gegner ist, beziehungsweise die zwei. Ah, hier höre ich definitiv noch eine Kiste. Ah, Schritte sehe ich. Safe Bot. Nein, kein Bot. Das war safe, kein Bot. So. Ah, haben wir wegen schon mal einen Teil von der Dings gemacht. Hier unten glaube ich schon eine Kiste, ja. Warte mal, gerade mal ein bisschen heilen. Obwohl die Zone kommt jetzt auch gleich. Aber ich will hier halt so viele Kisten wie möglich mitholen. Deshalb nicht wundern. Weil er war anscheinend auch noch nicht überall. So, das tauschen wir mal gerade. Oben war ja auch noch eine Kiste. Dann haben wir die nämlich auch noch. Aber die war am Fenster. Deshalb, ihr müsst doch jetzt aufpassen, dass ihr euch nicht die Kisten kaputt haut. Am Munitionskisten habe ich das Gefühl, sind hier nicht viele. So, da haben wir jetzt 6. Ah, hier haben wir noch eine Munitionskiste. Wie gesagt, die zählen auch. Sind wir bei 7. Hier sind wir noch eine. Ah, ich glaube, die ist oben.
Wie gesagt, mir geht es hier auch jetzt nicht, einen Sieg zu holen oder so, sondern wirklich einfach die Mission fertig zu machen. Ihr seht schon, 9 Stück haben wir jetzt. Ich weiß halt auch nicht, ob er hier drin war. Der andere ist anscheinend durchgezogen schon. Ah, seht ihr, da haben wir schon 10. Ich weiß, er ist hier zwar gelandet, aber seht ihr, Munitionskiste hat er auch in Ruhe gelassen. Hier sind wir gelandet. Gehen wir hier nochmal einmal im Kreis. Und wie gesagt, die Kisten könnt ihr, wie gesagt, nur hier öffnen, ne? Also nicht irgendwo anders, sondern halt wirklich an diesem einen bestimmten Ort. So, gucken, ob hier noch Munitionskisten oder so sind. Ah, hier war er, glaube ich, schon. Gucken, hier in den Booten. Unten am Strand. Ja, ich glaube, da ist keine. Dann gucken wir nochmal hier schnell rein. Wie gesagt, Zone ist mir egal. Es geht wirklich nur um Kisten öffnen. Ah, hier war er schon, aber er hat oben die nicht geöffnet. So, da haben wir die noch. Dann sind wir nämlich schon bei 11. Ja, jetzt irgendwie noch schnell 3 Kisten finden. Ach, hier war auch schon. Jetzt sind wir bei 12. Werden ja wohl noch 2 Munitionskisten oder so finden. Naja, die Kiste hat er auch. Gucken, ob er hier war. Nein. Fehlt mir jetzt, sagen wir jetzt wirklich tatsächlich eine einzige Kiste. Und noch das Medikit mit. Eine Munitionskiste. Nein, oder? Hier waren wir, da waren wir. Da habe ich mich rüber gebaut. Ne, hier war ich gar nicht. Ist hier noch eine Munitionskiste? Komm schon. Unter der Treppe? Ne, hier war ich doch schon. Da haben wir angefangen. Hier habe ich mich hochgebaut. Bleibt eigentlich nur noch da oben die Hütte. Warte, schnell mal gerade noch ein Dings nehmen. Und ihr seht ja, 16. obwohl ich eigentlich noch in der Zone rumdackel. Wäre ja wohl noch safe da oben eine Kiste finden. Ach, keine Mats, ist das jetzt euer Ernst? Mit dem Haus waren wir, hier aber nicht. Wo ist diese Scheißkiste? Treppe nix. Ah. So, haben wir die Aufgabe nämlich auch fertig. Ihr seht ja, war einfach zu machen. Ich denke mal, so bekommt ihr es auch hin. Wenn ihr Glück habt und ihr landet da alleine, easy win, sag ich schon. Einfache Aktion eigentlich, aber ihr werdet vielleicht 2-3 Mal da landen können, weil ihr seht ja, ich war nur mit einem anscheinend und da hat es gerade so gepasst. Und damit würde ich sagen, viel Spaß bei den weiteren Aufgaben und haut rein.